بسم الله. حضرات السادة أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، أحييكم باسم الاتحاد الأفريقي. Im Namen der Afrikanischen Union möchte ich die Mitglieder der Generalversammlung der UNO grüßen. Und ich hoffe, dass dieses Treffen als das bemerkenswerteste in die Geschichte der Menschheit eingehen wird. Im Namen der Generalversammlung in seiner 64. Sitzung, die unter libyschem Vorsitz ein Staat der Afrikanischen Union, die aus 1000 traditionellen afrikanischen Königtümern besteht, stattfindet, möchte ich als deren Präsident die Gelegenheit nutzen und unseren Sohn Obama begrüßen, da sein Land der Gastgeber dieses Treffens ist. Diese Sitzung findet in einem Moment großer Herausforderungen statt und die Welt sollte sich verbünden, um zusammen diese Herausforderungen, die unseren größten gemeinsamen Feind darstellen, wie Klimawandel, die internationale Krisen des Zerfalls des kapitalistischen Wirtschaftssystems oder die Wasser- und Lebensmittelversorgung, die Verwüstung, Terrorismus, Einwanderung, Piraterie, künstliche und natürliche Epidemien und Atomproliferation zu überwinden. Vielleicht ist die H1N1-Grippe ein außer Kontrolle geratener Virus, der in Militärlabors ursprünglich für Kriegszwecke entwickelt wurde. Diese Herausforderungen sind von Heuchelei, Armut, Angst, Materialismus und Ruchlosigkeit umgeben. Die UNO wurde von 3 bis 4 Ländern zur Bekämpfung des Deutschen Reichs gegründet. Es waren die Länder, die sich im Zweiten Weltkrieg gegen das Dritte Reich verbündeten. Diese Länder formten den Sicherheitsrat und wurden permanente Mitglieder mit Vetorecht. Keiner von uns war damals dabei. Die UNO wurde im Sinn dieser 3 Länder gegründet, um gegen Deutschland anzugehen. Aus diesem Grund wurde vor 60 Jahren die UNO gegründet. Dies geschah in der Abwesenheit von 165 Ländern. Ein Verhältnis von 1 zu 8 beziehungsweise einer war anwesend, 8 waren abwesend. Hier ist eine Kopie dieser Gründungsurkunde. Wenn man diese Urkunde liest, stellt man fest, dass die Einführung sehr unterschiedlich zu den Artikeln ist. Wie kamen sie zustande? Alle Anwesenden der San Francisco-Konferenz in 1945 schrieben die Einführung
Die Verfassung, der Artikel und internen Regeln wurden an Experten, Spezialisten von Ländern des Sicherheitsrates überlassen. Dies waren dieselben Länder, die sich gegen Deutschland verbündet hatten. Die Einführung ist attraktiv und niemand hat Einwände dagegen. Die darauf folgenden Artikel jedoch widersprechen der Einführung grundsätzlich. Wir weisen diese Artikel zurück und werden sie nie befürworten. Sie endeten mit dem Zweiten Weltkrieg. Die Einführung sagt, dass alle Länder groß oder klein gleichberechtigt sind. Besteht diese Gleichberechtigung, wenn es um die permanenten Sitze im Sicherheitsrat geht? Nein, wir sind nicht gleichberechtigt. Die Einführung sagt wörtlich, dass alle Länder groß oder klein gleichberechtigt sind. Haben wir das Vetorecht? Sind wir gleichberechtigt? Die Einführung sagt, dass wir die gleichen Rechte haben, egal ob groß oder klein. Das ist, was die Einführung sagt und was vereinbart wurde. Somit widerspricht das Vetorecht und die permanenten Sitze dem Sinn der Gründungsurkunde. Wir akzeptieren die Anerkennung, das Vetorecht nicht. Die Einleitung der Urkunde sagt, dass keine Streitkräfte eingesetzt werden dürfen, mit der Ausnahme für das gemeinsame Wohl. So steht es in der Einleitung, die wir unterschrieben haben, und wir sind der UNO beigetreten, um das zu unterstützen. Es sagt, dass Streitkräfte nur im Sinne des gemeinsamen Wohles aller Länder eingesetzt werden dürfen. Aber was ist seither geschehen? 65 Kriege sind seit der Gründung der UNO und des Sicherheitsrates ausgebrochen. 65 Kriege mit Millionen mehr Opfer als im Zweiten Weltkrieg. Sind diese Kriege im Sinne des gemeinsamen Wohles? Nein, sie waren im Interesse von ein paar Ländern und nicht im Interesse des gemeinsamen Wohles. Sprechen wir darüber, ob diese Kriege im Interesse eines Landes oder aller Länder waren. Dies widerspricht eindeutig der Gründungsurkunde der UNO, die wir alle unterschrieben haben, und solange nicht entsprechend dieser Urkunde gehandelt wird, werden wir sie ablehnen und werden uns nicht davor scheuen, diplomatisch dies zu verkünden. Nun sprechen wir über die Zukunft der UNO. Heuchelei und Diplomatie sollten zur Seite gelassen werden, weil es hier um die Zukunft der Welt geht. Es ist gerade diese Heuchelei, die die 65 Kriege seit der Gründung der UNO ermöglicht hat. Die Einführung sagt auch, dass, falls Streitkräfte eingesetzt werden, es UNO-Streitkräfte sein müssen. Folglich ein militärisches Eingreifen der UNO mit dem Einverständnis aller UNO-Mitglieder und nicht ein paar Länder, die ihre Streitkräfte einsetzen. Die ganze UNO entscheidet über die Führung eines Krieges, um internationalen Frieden und Sicherheit zu gewähren. Seit der Gründung der UNO in 1945 sind alle Mitglieder verpflichtet, die Aggression eines Landes gegen ein anderes zu verhindern. Falls ein Land, Libyen zum Beispiel,
Frankreich angreifen sollte, dann würde die ganze UNO darauf reagieren, weil Frankreich ein souveränes Mitglied der UNO ist. Und wir alle die Verantwortung tragen, die Unabhängigkeit von Staaten zu schützen. Trotzdem haben 65 Kriege stattgefunden, ohne jegliches Handeln der UNO, um sie zu verhindern. 8 große, erbitterte Kriege mit mehr als 2 Millionen Opfern sind von Vetorechtmitgliedern geführt worden. Diese Länder machen uns vor, sie würden die Souveränität von Ländern verteidigen, und in Wirklichkeit unterdrücken sie deren Leute. Obwohl wir gerne glauben würden, dass diese Länder im Sinne von Frieden und Weltsicherheit handeln, haben sie zu Kriegsführung und unfriedlichen Mitteln gegriffen. Im Genuss ihres Vetorechtes, das sie sich selber als permanente Mitglieder des Sicherheitsrates gewährt haben, führten sie Kriege, die Millionen von Opfern gefordert haben. Das Prinzip des Nichteingreifens in die internen Angelegenheiten von Staaten ist in der Gründungsurkunde der UNO verankert. Somit hat kein Land das Recht, sich in die internen Angelegenheiten eines Landes einzumischen, egal ob es eine Demokratie, eine Diktatur, sozialistisch oder kapitalistisch, progressiv oder reaktionär ist. Das ist die individuelle Verantwortung jedes Landes. Es ist die interne Angelegenheit seiner Einwohner. Die Senatoren von Rom ernannten Julius Caesar als ihren Führer, weil dies gut für das damalige Rom war. Niemand kann behaupten, dass Rom Caesar damals das Vetorecht gab. Das Vetorecht ist nirgendwo erwähnt. Wir sind der UNO beigetreten, weil wir dachten, dass wir gleichberechtigt sind. Nur um herauszufinden, dass ein einziges Land alle unsere Entscheidungen widersprechen kann. Wer gab dem permanenten Sicherheitsrat dieses Privileg? 4 Länder gaben sich selber dieses Privileg. Das einzige Land, das dieses Privileg durch eine Wahl der Generalversammlung des Sicherheitsrates bekommen hat, ist China. Dies geschah auf demokratischem Weg. Die anderen permanenten Sitze jedoch wurden auf undemokratischem Weg durch einen diktatorischen Eingriff gegen unseren Willen vergeben, und wir sollten sie nicht akzeptieren. Die Reform des Sicherheitsrates, die wir brauchen, ist nicht eine Erhöhung der Mitglieder. Dies würde die jetzige Situation nur verschlechtern. Wie man zu sagen pflegt, wenn man mehr Wasser in den Schlamm gießt, kriegt man mehr Schlamm. Es würde alles verschlimmern und mehr große Länder zu den bestehenden Privilegierten hinzugefügt würden. Es würde einfach die Proliferation von Supermächten aufrechterhalten. Aus diesem Grunde lehnen wir jegliche Erhöhung der permanenten Sitze ab. Die Lösung des Problems ist nicht eine Erhöhung der permanenten Sitze. Dies wäre sehr gefährlich. Ein Zuwachs von Supermächten würde die Bevölkerung von kleinen Ländern benachteiligen, die sich in der sogenannten Gruppe von 100 organisieren, das man auch den Forum der kleinen Länder nennt.
Diese kleinen Länder würden von einem Zuwachs von Supermächten im Sicherheitsrat zerdrückt werden. Diese Türe muss geschlossen werden. Wir treten energisch und kategorisch dagegen an. Ein Zuwachs von Sitzen im Sicherheitsrat würde zu mehr Armut, Unrecht und Spannung führen. Zudem würde es zu großer Konkurrenz zwischen bestimmten Ländern wie Italien, Deutschland, Indonesien, Indien, Pakistan, Philippinen, Japan, Brasilien, Nigeria, Argentinien, Algerien, Libyen, Ägypten, die Demokratische Republik des Kongo, Südafrika, Tansania, Türkei, Iran, Griechenland und der Ukraine führen. Alle diese Länder würden einen Sitz im Sicherheitsrat anstreben und der Sicherheitsrat würde dann beinahe das Ausmaß der Generalversammlung haben, was sehr unpraktisch und kontraproduktiv sein würde. Die gute Lösung wäre, wenn die Generalversammlung unter der Führung von Herrn Trecky eine bindende Resolution verabschieden würde, die den Willen der Mehrheit der UNO-Mitglieder darstellt, ohne Einmischung von anderen Sektoren. Die Lösung ist, keine weiteren Sicherheitsratmitglieder zuzulassen. Dieser Vorschlag ist in der Tagesordnung der Generalversammlung, die unter Herr Trickys Führung stattfindet, aufgeführt. Die Mitglieder durch Gruppen und das Delegieren von Mandaten muss anderen Vorschlägen zuvorkommen. Wir müssen uns auf die Einführung von Demokratie durch Gleichberechtigung von Mitgliedstaaten konzentrieren. Es muss Gleichberechtigung zwischen den Mitgliedstaaten herrschen. Die Befugnisse und Mandate des Sicherheitsrates sollten der Generalversammlung überlassen werden. Die Mitgliedschaft sollte für Gruppen sein und nicht für Länder. Die Erhöhung der Mitgliedstaaten würden allen Ländern das Anrecht auf einen Sitz geben im Sinne der Einführung des UNO-Mandats. Kein Land könnte Italien einen Sitz verweigern, sollte Deutschland einen Sitz bekommen. Oder theoretisch könnte Italien sagen, dass Deutschland ein aggressives Land ist und das im Zweiten Weltkrieg besiegt wurde. Wenn man einen Sitz an Indien geben würde, dann würde Pakistan gleichfalls eine Atommacht auch darauf bestehen. Beide Länder befinden sich in einer kriegerischen Phase und dies könnte sehr gefährlich sein. Wenn man an Japan einen Sitz geben würde, dann müsste man Indonesien, das größte muslimische Land der Welt, auch eines geben. Dann hätten die Türkei, Iran und die Ukraine den gleichen Anspruch. Sollten wir zu Brasilien und Argentinien sagen, Libyen verdient einen Sitz wegen seines Beitrags zur Weltsicherheit, weil es sein Massenvernichtungswaffenprogramm aufgegeben hat. Dann würden Südafrika, Tansania und die Ukraine folgen und das gleiche verlangen, als diese Länder sind wichtig. Die Türe zur Sicherheitsratmitgliedschaft sollte verschlossen werden. Dies ist eine falsche Strategie, ein alter Trick. Wenn wir die UNO reformieren möchten, ist eine Vermehrung der Supermächte nicht der Weg. Die Lösung ist, Demokratie auf Weltebene zu pflegen, indem die Handlungsmacht des Sicherheitsrates der Generalversammlung übertragen wird. Der Sicherheitsrat würde dann ausschließlich Entscheidungen der Generalversammlung vollziehen. Dies wäre dann sozusagen das Parlament, die Legislative der Welt. Die Generalversammlung ist unser demokratisches Forum und der Sicherheitsrat sollte nicht dafür verantwortlich sein. Wir dürfen die jetzige Situation nicht akzeptieren. Ihr seid die Gastgeber der UNO-Mitgliedstaaten und die Resolution der Generalversammlung müssen
bindend sein. Man sagt, dass die Generalversammlung alles tun sollte, was der Sicherheitsrat vorschlägt. Im Gegenteil, der Sicherheitsrat sollte alles tun, was die Generalversammlung vorschlägt. Dies ist die UNO, die Versammlung von 192 Ländern. Es ist nicht der Sicherheitsrat, der nur aus 15 Ländern besteht. Wie können wir zufrieden sein mit dem Weltfrieden und globaler Sicherheit, wenn die ganze Welt von 15 Ländern kontrolliert wird? Wir sind 192 Länder und wir sind wie Speakers Corner in Londons Hyde Park. Wir sprechen einfach und niemand kümmert sich darum, was gesagt wird. Wir sind reine Dekoration ohne Substanz. Wir sind Redner, wie im Speakers Corner, nicht mehr und nicht weniger. Wir halten Reden und dann verschwinden wir. Das ist, was ihr zurzeit seid. Nachdem der Sicherheitsrat zum ausführenden Organ von Resolution der Generalversammlung verwandelt worden ist, wird es keine Konkurrenz für Mitgliedschaften geben. Wenn der Sicherheitsrat einmal zum Ausführungswerkzeug der Generalversammlung gemacht worden ist, wird es keinen Grund zur Konkurrenz geben. Der Sicherheitsrat sollte einfach alle Länder vertreten. Diesem Vorschlag zufolge, der vor der Generalversammlung eingereicht wurde, würde es für alle Ländergruppen und Vereinigungen einen Sitz im Sicherheitsrat geben. Die 27 Länder der EU sollten einen permanenten Sitz im Sicherheitsrat haben. Die Länder der Afrikanischen Union sollten einen permanenten Sitz im Sicherheitsrat haben. Die lateinamerikanischen und die Asienländer sollten permanente Sitze haben. Die Russische Föderation und die Vereinigten Staaten sind bereits permanente Mitglieder des Sicherheitsrates. Die Südafrikanische Entwicklungsgemeinschaft SADC sollte nach vollendeter Gründung einen permanenten Sitz haben. Die 22 Länder des Arabischen Bundes sollten einen permanenten Sitz haben. Die 57 Länder der Islamischen Konferenz sollten einen permanenten Sitz haben. Die 118 Länder der nicht alliierten Bewegung sollten einen permanenten Sitz haben. Dann haben wir die G100. Vielleicht sollten sie, die kleinen Länder, auch einen permanenten Sitz haben. Länder, die ich nicht in einer Gruppe aufgeführt habe, sollten vielleicht auch einen permanenten Sitz bekommen, den sie dann in 6 bis 12-monatige Rotation besetzen würden. Ich denke da an Länder wie Japan oder Australien, die außerhalb von Organisationen wie die ASEAN sind, oder die Russische Föderation, die nicht Mitglied der lateinamerikanischen, europäischen oder afrikanischen Union sind. Dies könnte eine Lösung sein, falls die Generalversammlung dem zustimmen würde. Dies ist eine sehr wichtige Angelegenheit. Wie bereits erwähnt, ist die Generalversammlung das Kongress und Parlament der Welt. Wir sind die Länder und wer außerhalb der Generalversammlung ist, wird nicht anerkannt werden. Der Präsident der Versammlung, Herr Ali Abdusalam Trekki, und der Generalsekretär Ban Ki-moon werden eine legale Vorlage ausarbeiten und die notwendigen Komitees schaffen, um diesen Vorschlag zur Abstimmung einzureichen. Der Sicherheitsrat sollte von jetzt an aus Staatsgemeinschaften bestehen. Somit werden wir Gerechtigkeit und Demokratie genießen und der Sicherheitsrat wird nicht mehr prinzipiell
aus Ländern bestehen, die Atomwaffen besitzen, sondern große Wirtschaftszentren sind oder über Spitzentechnologie verfügen. Dies ist Terrorismus. Wir können den Sicherheitsrat nicht den Supermächten überlassen. Das wäre auch eine Form von Terrorismus. Wenn wir eine vereinte, friedliche und sichere Welt haben wollen, sollten wir dementsprechend vorgehen oder wir verbleiben in der Welt, die vom Krieg bestimmt ist. Das hängt von euch ab. Wir werden weitere Konflikte und Kriege haben bis zum jüngsten Tag oder bis zum Ende der Welt. Alle Sicherheitsratmitglieder sollten das Vetorecht haben. Ansonsten sollte man das ganze Vetorecht-Konzept in der Bildung des neuen Rates einfach eliminieren. Das wäre dann ein echter Sicherheitsrat, dem neuen Vorschlag zufolge, das der Generalversammlung vorgelegt wurde, würde man einen Ratsvorstand schaffen, das der Generalversammlung unterliegt, welche die echte Entscheidungskraft hat. Somit wären alle Länder gleichgestellt im Sicherheitsrat, wie sie in der Generalversammlung sind. In der Generalversammlung genießen wir alle die gleichen Rechte, wenn es um Mitgliedschaft und Wählen geht. Das sollte auch für den Sicherheitsrat gelten. Zurzeit haben gewisse Länder das Vetorecht, andere nicht. Manche haben einen permanenten Sitz, andere wieder nicht. Wir sollten weder dies noch jegliche Resolution akzeptieren, die vom jetzigen Sicherheitsrat verabschiedet wird. Wir waren kolonisiert und jetzt sind wir unabhängig. Wir treffen uns heute, um die Zukunft der Menschheit auf demokratischem Weg zu entscheiden, damit Frieden und Sicherheit für alle Länder, groß oder klein, gewährleistet ist. Sonst sind wir dem Terrorismus ausgesetzt. Den Terrorismus heißt nicht nur Al-Qaida, sondern er kann verschiedene Formen annehmen. Wir sollten bloß von der Stimmenmehrheit der Generalversammlung geführt werden. Wenn die Generalversammlung eine Entscheidung durch Wahlen fällt, dann müssen wir dieser Entscheidung folgen und sie ausführen. Niemand steht über den Entscheidungen der Generalversammlung. Wer dies behauptet, sollte die UNO verlassen und sich alleine durchschlagen. Demokratie ist nicht für die Reichen, die Mächtigen oder jene, die Terrorismus ausüben. Alle Länder sollten gleichgestellt sein. Zurzeit ist der Sicherheitsrat ist ein Sicherheitsfeudalismus, ein politischer Feudalismus für diejenigen, die im Genuss eines permanenten Sitzes sind. Die schützen sich gegenseitig und nutzen alle anderen aus. Man sollte es den Terrorrat und nicht den Sicherheitsrat nennen. Im politischen Alltag benutzen die Privilegierten den Sicherheitsrat gegen uns, wenn es ihnen von Nutzen ist. Ansonsten wird er ignoriert. Wenn sie ein Projekt vorantreiben wollen oder ein persönliches Anliegen haben, dann wird die UNO respektiert, verherrlicht und Kapitel 7 wird gegen die armen Länder angewandt. Wenn sie aber die Regeln der UNO brechen wollen, wird die ganze Institution einfach ignoriert. Wenn man das Vetorecht den permanenten Sicherheitsratmitgliedern gibt, die sowieso die Macht haben, ist dies eine Ungerechtigkeit und ein Terrorismus und wir sollten es nicht dulden. Wir sollten nicht im Schatten solcher Ungerechtigkeiten leben.
Die Supermächte haben komplizierte globale Interessen und sie benutzen das Vetorecht, um diese Ziele zu verteidigen. Im Sicherheitsrat zum Beispiel benutzen sie die Macht der UNO, um die dritte Welt einzuschüchtern und zu terrorisieren und verdammen sie zu einer Existenz des Terrors. Seit seiner Gründung in 1945 hat der Sicherheitsrat es versagt, Sicherheit zu gewährleisten. Im Gegenteil, es hat Terror und Sanktionen hervorgebracht. Es wird nur gegen uns benutzt. Aus diesem Grunde sehen wir uns nach dieser Rede zum 40. Jahrestag nicht mehr verpflichtet, die Resolutionen des Sicherheitsrates anzuerkennen. 65 Kriege, entweder kleine Länder, die sich gegenseitig bekämpfen, oder Kriege der Supermächte, die gegen uns geführt wurden. Der Sicherheitsrat mit eindeutigem Verstoß gegen das Mandat der UNO hat es versäumt, einzuschreiten. Um diese Kriege gegen kleine Länder zu stoppen. Die Generalversammlung wird über eine Anzahl von Vorschlägen abstimmen, die von historischer Relevanz sind. Entweder wir gehen als eine Einheit vor oder wir werden fragmentiert und geschwächt. Wenn jedes Land seine eigene Version der Generalversammlung hätte, würde sich die Macht des Sicherheitsrates auf die permanenten Mitglieder beschränken. Das würde uns nicht stören. Wenn Sie Ihre permanenten Sitze beibehalten wollen, so sei es. Die permanenten Sitze gehen uns nichts an. Wir werden uns nicht von Ihrer Macht oder Ihrem Vetorecht unterwerfen lassen. Wir sind nicht leichtsinnig und geben den Supermächten das Vetorecht, damit sie uns als zweite Klasse Menschen und Außenseiter behandeln können. Wir waren es nicht, die den Supermächten ihren Status und das Recht über 192 Länder zur Verfügung gegeben haben. Wir werden alle Sicherheitsratsresolutionen ignorieren, weil diese Resolutionen ausschließlich gegen uns gerichtet sind und nicht gegen die Supermächte, welche permanenten Sitze und das Vetorecht haben. Diese Mächte benutzen das Vetorecht nie gegen einander. Sie benutzen es jedoch gegen uns und dass die UNO in eine Travestie verwandelt, die Kriege und Verstöße gegen das Hoheitsrecht unabhängiger Staaten befürwortet. Es hat zu Kriegsverbrechen und Völkermorden geführt. All dies stellt einen Verstoß gegen das Mandat der UNO dar. Da niemand dem Sicherheitsrat Achtung schenkt, haben Länder und Gemeinschaften ihren eigenen Sicherheitsrat gegründet und der Sicherheitsrat hier ist isoliert. Die Afrikanische Union hat bereits ihren eigenen Friedens- und Sicherheitsrat gegründet, die Europäische Union hat ihren Sicherheitsrat geschaffen, die asiatischen Länder haben auch ihren Sicherheitsrat geschaffen, sowohl Lateinamerika wie auch die 120 nicht alliierten Länder werden bald ihren eigenen Sicherheitsrat haben. Das bedeutet, dass wir bereits unser Vertrauen in den UNO-Sicherheitsrat verloren haben, weil dieser uns keine Garantien und Sicherheit geben konnte. Deswegen gründen wir jetzt regionale Sicherheitsräte. Wir sehen uns nicht gezwungen, die Regeln der Resolutionen des UNO-Sicherheitsrates zu befolgen. Seine jetzige Form ist undemokratisch, diktatorisch und ungerecht. Niemand kann uns zwingen, dem Sicherheitsrat in seiner jetzigen Form beizutreten oder seinen Resolutionen zu folgen.
Zudem gibt es keinen Respekt für die UNO und der Generalversammlung, welche die wirkliche UNO darstellt. Die Urteile des Internationalen Gerichtshofes, die internationalen juristischen Institutionen haben nur kleine und Drittweltländer im Visier. Mächtige Länder werden entweder vom Gerichtshof übersehen oder die Urteile werden nicht eingehalten. Die Internationale Atomenergiebehörde, IAEA, ist eine wichtige Einheit innerhalb der UNO. Mächtige Länder jedoch sind ihr oder ihrer Gerichtsbarkeit nicht unterstellt. Wir haben festgestellt, dass die IAEA nur gegen uns benutzt wird. Man sagt uns, dass es eine internationale Organisation ist. Da müssten jedoch alle Staaten ihre Mitglieder sein. Falls sie nicht wirklich eine internationale Institution ist, dann sollten wir sie nach dieser Rede nicht mehr anerkennen und schließen. Herr Drecki, der Präsident der Generalversammlung, sollte mit dem Direktor der IAEA, Herr El-Baradei, sprechen und ihn fragen, ob er bereit ist, die Nuklearenergielager und verdächtige Aufstockungen auf der ganzen Welt zu überprüfen. Wenn er zustimmt, dann anerkennen wir die Gerichtsbarkeit seiner Organisation an. Wenn er aber sagt, dass er gewisse Länder, die Atomenergie haben, nicht seiner Gerichtsbarkeit unterstellt sind, dann sollten wir die Organisation schließen und ihre Richtlinien nicht befolgen. Zur Zeit der libyschen Atombombenkrise sprach ich mit Herr El-Baradei. Ich frage ihn, ob die Atomreduktionsabkommen der Supermächte der IAEA Aufsicht unterlagen. Er sagt, dass er nicht die Autorität hätte, die Supermächte zu überprüfen. Dann kontrollieren die IAEA wirklich nur uns? In diesem Fall ist sie als internationale Organisation nicht gerechtfertigt, da sie selektiv vorgeht, genauso wie der Sicherheitsrat und der Internationale Gerichtshof. Dies widerspricht dem Sinne der UNO und wir lehnen diese Situation ab. Herr Präsident, Afrika sollte einen permanenten Sitz im Sicherheitsrat bekommen, egal ob die UNO-Reform stattfindet oder nicht. Wir haben schon zu lange gewartet. Unbeachtet der UNO-Reform wissen wir, dass Afrika kolonisiert, isoliert und benachteiligt wurde. Seine Einwohner wurden versklavt und wie Tiere behandelt. Der Kontinent wurde kolonisiert und von der Ferne verwaltet. Die Staaten der Afrikanischen Union verdienen einen permanenten Sitz. Dies ist eine Schuld, die beglichen werden muss und nichts mit der UNO-Reform zu tun hat. Niemand kann der Afrikanischen Union das absprechen. Wer könnte sich dagegen aussprechen? Ich fordere jeden heraus, der Einwände dagegen diesen Vorschlag aufbringen kann. Die Afrikanische Union verdient einen permanenten Sitz. Wer könnte uns das absprechen? Das Thema der Kompensation für Länder, die kolonisiert wurden, sollte auch vor der Generalversammlung zur Wahl kommen.
Somit könnte man gegen der erneuten Kolonisation eines Kontinentes seine Ausbeutung und Unterwerfung vorbeugen. Wieso gehen Afrikaner nach Europa? Wieso ziehen Asiaten nach Europa? Wieso kommen Lateinamerikaner nach Europa? Weil Europa diese Bevölkerung kolonisiert hat und deren Rohstoffe und Arbeitskräfte gestohlen hat. Das Erdöl, Mineralien, Uranium, Gold, Diamanten, Früchte, Gemüse, Vieh und Leute. Nun macht sich eine neue Generation von Afrikaner, Asiaten und Lateinamerikaner auf, um diesen verlorenen Reichtum zurückzugewinnen. Vor kurzem haben wir 1000 afrikanische Emigranten festgehalten, die auf dem Weg nach Europa waren. Wir fragten sie, warum sie nach Europa gehen wollen. Sie sagten, es wäre, um ihren verlorenen Reichtum zurückzuholen. Ansonsten würden sie nicht gehen. Wer kann die Reichtümer von uns genommen wurden zurückgeben? Sollte diese Reichtümer wiederhergestellt werden, dann gäbe es keine Immigranten mehr von den Philippinen, Lateinamerika, Mauritius und Indien. Afrika hat Anspruch auf 777 Milliarden Dollar als Kompensation der kolonisierenden Länder. Afrika wird auf diesen Betrag bestehen und falls er ihnen nicht gegeben wird, werden Afrikaner dorthin gehen, wo diese Reichtümer hingebracht worden sind. Sie haben das Recht, diesen Reichtum zu folgen und ihn zurückzubringen. Warum gibt es keine libysche Migration nach Italien, trotz dessen Nähe? Italien schuldete dem libyschen Volke eine Kompensation. Diese Tatsache wurde von Italien anerkannt und es wurde ein Abkommen unterschrieben, das von beiden Parlamenten ratifiziert wurde. Italien hatte eingestanden, dass die Kolonisierung von Libyen falsch war und es wurde ein Nichtangriffspakt eingegangen. Zudem wird Italien Libyen eine jährliche Kompensation von 250 Millionen für 20 Jahre zahlen und ein Krankenhaus für Libyer, die durch italienische Minen im Zweiten Weltkrieg verstümmelt wurden, bauen. Italien hat sich entschuldigt und hat versprochen, nie wieder ein fremdes Land zu besetzen. Italien, das eine Monarchie während des Faschismus war und große Beiträge für unsere Zivilisation geleistet hat, sollte für seine Leistungen unter seinem Premier Berlusconi und seinen Vorgänger gelobt werden, weil sie zu diesem Prozess beigetragen haben. Warum besteht man auf Kompensationen? Damit es keine Kolonisation mehr gibt. Damit große, mächtige Länder in Anbetracht der Kompensationen nicht erneut andere Länder kolonisieren. Kolonisation sollte bestraft werden, die Kolonialländer und andere Völker unter ihren Herrschaft zu Schaden haben kommen lassen, sollten Kompensation für die angerichteten Schäden und das Leid zahlen. Bevor ich das nächste Thema anspreche, möchte ich kurz erwähnen, dass wir Afrikaner sehr stolz darauf sind, dass wir Afrikaner sehr stolz darauf sind, dass ein Sohn Afrikas jetzt Präsident der USA ist.
Es ist ein historischer Moment in einem Land, in dem Schwarze nicht mit Weißen zusammen in Cafés, Restaurants, Bussen sitzen konnten, hat das amerikanische Volk einen jungen schwarzen Mann kenianischer Abstammung gewählt. Dies ist ein gutes Zeichen und es deutet auf einen neuen Anfang. Trotzdem ist meines Erachtens Obama bloß eine vorübergehende Auflockerung für die nächsten 4 bis 8 Jahre. Danach wird es wieder wie vorher zugehen. Niemand weiß, wie es in den USA nach Obama weitergehen wird. Von uns aus gesehen könnte Obama für immer als Präsident der USA bleiben. Seine Ansprache zeigt, dass er eine ganz anderes ist als jeglicher amerikanische Präsident zuvor. Normalerweise wurden wir mit Drohungen von Operationen, Wüstensturm Früchte des Zorns, rollende Donner oder giftige Rosen für die libyschen Kinder begrüßt. Amerikanische Präsidenten bedrohten uns immer mit diesen Einsätzen wie rollender Donner in Vietnam, Wüstensturm im Irak, Musketier in 1956 in Ägypten. Obwohl die amerikanische Bevölkerung dagegen war. Giftige Rosen für die libyschen Kinder? Kann man sich so etwas vorstellen? Man wäre doch davon ausgegangen, dass Präsidenten von großen Ländern mit permanentem Sitz im Sicherheitsrat und Vetorecht uns beschützen und Frieden senden würden. Stattdessen haben wir lasergelenkte Bomben aus F-111 Kampfflugzeugen bekommen. So gingen sie vor, unter dem Motto, wir führen die Welt an, egal ob ihr es akzeptiert, und wir bestrafen jeden, der uns entgegentritt. Was Obama heute gesagt hat, ist ganz anders. Er machte einen aufrichtigen Aufruf zur Abrüstung. Wir befürworten das. Er sagt auch, dass die USA alleine nicht mit den Herausforderungen unserer Zeit fertig werden kann. Wir könnten dies nur zusammentun. Er sagt auch, dass wir mehr tun müssen, als nur Reden halten. Wir befürworten das. Er meinte, wir seien zur UNO gekommen, um gegeneinander zu sprechen. Wenn wir herkommen sollten, sollten wir wirklich auf ebenbürtiger Ebene miteinander sprechen. Zudem sollte Demokratie nicht von außerhalb aufgezwungen werden. Bis vor kurzem sagte amerikanische Präsidenten, dass die Demokratie dem Irak und anderen Ländern aufgezwungen werden sollte. Obama sagt, dies sei eine interne Angelegenheit des Iraks. Er sprach wahrheitsgemäß, als er sagte, dass Demokratie nicht von außen aufgezwungen werden kann. Man muss vorsichtig sein, wenn man sich zu solchen Sachen äußert.
Denn die Welt ist sehr polarisiert. Was meint ihr? Sollten wir eine polarisierte Welt haben? Können wir nicht gleichberechtigte Länder haben? Sollten wir Patriarchen haben? Sollten wir Päpste haben? Sollten wir Götter haben? Warum müssen wir eine so polarisierte Welt haben? Wir lehnen so eine Welt ab und setzen uns für eine mehr gleichberechtigte Welt ein. Ein anderer empfindlicher Punkt ist der Hauptsitz der UNO. Darf ich um eure Aufmerksamkeit bitten? Ihr alle seid von fern her gekommen, über den Atlantik, den Pazifik, über den asiatischen oder afrikanischen Kontinent. Warum? Sind wir in Jerusalem, dem Vatikan oder Mekka? Ihr seid alle müde, habt alle Jetlag und schlaflose Nächte hinter euch. Ihr seid sehr müde und erschöpft. Jemand ist gerade jetzt angekommen nach einem 20-Stunden-Flug und muss gleich eine Rede halten. Ihr seid alle am Schlafen und müde nach einer langen Reise. Warum tun wir dies? In einigen unserer Heimatländer ist es Nacht jetzt und alle schlafen. Ihr müsst auch am Schlafen sein, da eure biologische Uhr und Kopf normalerweise um diese Zeit zu schlafen pflegen. Ich wache um 4 Uhr auf in New York, weil es in Libyen 11 Uhr morgens ist. Warum? Denkt darüber nach. All dies wurde 1945 entschieden. Sollten wir immer noch daran festhalten? Können wir uns nicht in einem Ort treffen, der irgendwo in der Mitte liegt und bequem erreichbar ist? Ein anderer wichtiger Punkt ist, dass alle Unterhalts- und Sicherheitskosten für den Hauptsitz und Nebensitze von den USA getragen werden. Die Vereinigten Staaten geben Geld, viel Geld aus für die ausländischen Gesandten, die hierher kommen und Vorschriften. Die Vorschriften sind sehr strikt. Wir wollen die Vereinigten Staaten von dieser Pflicht befreien. Wir danken den Vereinigten Staaten für die geleistete Hilfe und befreien New York und das ganze Land von dieser kostspieligen, undankbaren Aufgabe. Sie sollten nicht verantwortlich für die Sicherheit der UNO sein. Was wäre, wenn eines Tages ein Terrorist eine Bombe explodiert oder ein Attentat auf einen Präsidenten verübt? Dieser Ort war schon mal das Ziel eines Al-Qaida-Attentates. Die UNO wurde am 11. September verschont, weil es die logistischen Möglichkeiten der Terroristen überschritten hätte. Dieser Ort könnte das nächste Ziel sein. Ich meine es ernst. Wir haben Dutzende von Al-Qaida-Mitgliedern in libyschen Gefängnissen. Ihre Geständnisse sind furchterregend. Das trägt zur Spannung hier dazu. Man kann nie wissen, was geschehen mag. Vielleicht werden die Vereinigten Staaten oder die UNO Opfer eines Raketenanschlages. Es könnte viele Staatsoberhäupter sterben. Wir wollen die Vereinigten Staaten von dieser Sorge befreien. Der UNO-Hauptsitz sollte dort sein, wo keine Gefahr besteht. Nach 50 Jahren sollte der UNO-Hauptsitz in einen anderen Teil der Hemisphäre verlegt werden, auf Rotationsbasis alle 50 Jahre woanders. Mit 64 Jahren ist dieser Wechsel seit 14 Jahren schon fällig hier.
Wir meinen dies nicht als eine Beleidigung an die USA, im Gegenteil, es ist ein Dankeschön für die geleistete Hilfe. In 1945 war dies angebracht, aber heute ist es fehl am Platz. Natürlich würde dies durch eine Abstimmung in der Generalversammlung bestimmt, weil Artikel 23 des UNO-Mandates festgelegt, dass die Verlegung des Hauptsitzes durch eine Abstimmung bestimmt wird. Die USA hat das Recht, strenge Sicherheitsmaßnahmen einzuführen. Weil sie im Visier von Al-Qaida-Terroristen ist. Wir halten das ihnen nicht vor. Trotzdem halten wir diese Maßnahmen für inakzeptabel. Wir brauchen hier nicht hierher zu kommen, um all diesen Maßnahmen ausgesetzt zu sein. Ein Präsident sagt mir, dass sein Co-Pilot davon abgeraten wurde, hierher zu kommen, weil es sehr eingeschränkte Kontrollen gäbe. Er fragte, wie er den Atlantik ohne Co-Pilot überqueren sollte. Ein anderer Präsident beklagte sich, dass ein Mitglied seiner persönlichen Schutzwache wegen eines Namensmissverständnisses kein Visum bekommen hätte. Ein anderer Präsident sagte, dass sein persönlicher Arzt kein Visum bekam und nicht kommen konnte. Die Sicherheitsmaßnahmen sind sehr strikt. Wenn ein Land Meinungsverschiedenheiten mit den Vereinigten Staaten hat, dann wird die Bewegungsfreiheit seiner Delegationsmitglieder stark eingeschränkt. Als ob man in Guantanamo wäre. Man fragt sich, ob dies UNO-Mitglieder sind oder Häftlinge in Guantanamo, die sich nicht frei bewegen dürfen. Die Änderung des Hauptsitzes der UNO wird nun der Generalversammlung zur Abstimmung vorgelegt. Falls 51% dafür sind, dann wird über den neuen Standort bestimmt. Wenn der Standort in der mittleren Hemisphäre sein soll, dann warum nicht Sirte oder Vienna, dann könnte man als Präsident ohne Visum kommen und es wird keine Bewegungseinschränkungen geben. Libyen ist niemandem feindlich gesinnt. Ich glaube, das gleiche gilt für Österreich. Falls die Abstimmung sich für die östliche Hemisphäre entscheidet, dann käme Delhi oder Beijing in Frage. Die Hauptstädte von Indien sind China. Von Indien und China. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es Einwände gegen diesen logischen Prozess geben wird. Man wird mir danken, dass die 14, 15 oder 20 Stunden Flüge, um herzukommen, wegfallen werden. Niemand kann den USA Vorwürfe machen oder sagen, sie sollen ihre Beiträge reduzieren. Dies wäre eine schlechte Idee. Die USA wird sicher seinen internationalen Verpflichtungen nachkommen und sich nicht verärgern. Im Gegenteil, sie werden sich erleichtert fühlen und dankbar sein, dass alle diese Sicherheitsvorkehrungen wegfallen können. Wir befassen uns jetzt mit den Vorschlägen, die zur Abstimmung eingereicht wurden. Wir stehen kurz davor, die UNO vor Gericht zu stellen.
Die alte UNO wird verschwinden und seine neue UNO wird auftauchen. Dies ist keine normale Versammlung. Sogar unser Bruder Obama sagt, dass dies kein gewöhnliches Treffen ist. Es ist ein historisches Treffen. Die Kriege, die in der Gründung der UNO stattfinden, wie kamen sie zustande? Wo war der Sicherheitsrat? Das UNO-Mandat, die UNO. Das müsste untersucht werden und legale Konsequenzen haben. Wie kamen Massaker zustande? Man könnte mit dem Koreakrieg anfangen, weil er nach der Gründung der UNO stattgefunden hat. Wie konnte ein Krieg ausbrechen und Millionen von Opfern fordern? Atomwaffen hätten benutzt werden können. Die Verantwortlichen für diesen Krieg müssten zur Rechenschaft gezogen werden und sollten Kompensationen zahlen. Dann kommt 1956 der Krieg im Suezkanal. Diese Akte sollte man wieder öffnen. Drei Länder mit permanentem Sitz im Sicherheitsrat und Vetorecht haben einen UNO-Mitgliedstaat angegriffen. Ägypten, ein unabhängiges Land, wurde angegriffen und seine Armee vernichtet. Tausende von Ägyptern verloren ihr Leben, viele Städte wurden zerstört und das alles, weil Ägypten den Suezkanal verstaatlichen wollte. Wie konnte so etwas passieren unter den Augen der UNO? Wie kann man davon ausgehen, dass so etwas nicht wieder passieren wird, wenn keine Wiedergutmachung fällig wurden? Das waren gefährliche Ereignisse und Akten über den Koreakrieg und den Suezkanal sollten wieder geöffnet werden. Dann kommt der Vietnamkrieg. 3 Millionen Menschen verloren ihr Leben. Während 12 Tagen wurden mehr Bomben abgeworfen als während 4 Jahren des Zweiten Weltkrieges. Es war ein erbitterter Krieg und er fand nach der Gründung der UNO statt, wo beschlossen wurde, dass keine Kriege mehr stattfinden würden. Die Zukunft der Menschheit steht auf dem Spiel. Wir können nicht schweigen. Wie könnten wir uns da sicher fühlen? Wie können wir tatenlos beistehen? Es geht um die Zukunft der Welt und wir in der Generalversammlung der UNO müssen uns dafür einsetzen, dass solche Kriege sich nicht wiederholen. Dann wurde Panama angegriffen, obwohl es ein unabhängiger Staat der UNO war. 4000 Menschen verloren ihr Leben und der Präsident dieses Landes wurde gefangen genommen und ins Gefängnis gesteckt. Noriega sollte befreit werden. Diese Akte sollte geöffnet werden. Wie können wir ein Land, das UNO-Mitglied ist, befugen, ein anderes anzugreifen und dessen Präsidenten gefangen zu nehmen und wie einen Kriminellen einzusperren? Wer kann sowas akzeptieren? Es könnte sich wiederholen. Wir sollten nicht schweigen. Wir sollten ein Verfahren einleiten. Jedes UNO-Mitglied könnte sich in diese Situation befinden, besonders wenn die Aggressionen von einem Mitgliedstaat kommt, der einen permanenten Sitz im Sicherheitsrat hat. Dann kam der Krieg in Grenada. Das Land wurde trotzdem, es ein UNO-Mitglied ist, besetzt. Es wurde von 5000 Kriegsschiffen, 7000 Soldaten und unzählige Flugzeugen angegriffen, obwohl es das kleinste Land der Welt ist. Dies geschah nach der Schaffung der UNO, des Sicherheitsrates und des Vetorechts. Der Präsident von Grenada, Herr Maurice Bishop, wurde ermordet. Wie konnte dies geschehen und dies ungestraft bleiben? Es ist eine Tragödie. Wie können wir garantieren, dass die UNO gut ist, dass ein bestimmtes Land gut ist, dass wir eine sichere Zukunft haben mögen? Können wir dem Sicherheitsrat vertrauen? Können wir der UNO vertrauen? Wir sollten das Bomben von Somalia untersuchen. Somalia ist ein Mitglied der UNO. Es ist ein unabhängiges Land unter der Herrschaft von Aidid. Wir sollten eine untersuchen. Warum geschah es? Wer hat es erlaubt? Wer hat das grüne Licht zum Angreifen gegeben?
Dann ging es um das ehemalige Jugoslawien. Niemand war friedsamer als Jugoslawien, nachdem es Schritt für Schritt seit Hitlers Zerstörung wieder aufgebaut wurde. Tito fügte dies friedfertige Land zusammen, Stück für Stück, und dann kamen wir und haben es aus imperialistischen Gründen auseinandergerissen. Gleich wie Hitler. Wie können wir dazu keine Stellung nehmen? Warum können wir nie zufrieden sein? Wird ein friedfertiges Land wie Jugoslawien eine solche Tragödie ausgesetzt, sollte die Generalversammlung eine Untersuchung einleiten, um herauszufinden, wer vor dem Internationalen Gerichtshof gebracht werden sollte. Dann kommt der Krieg im Irak, das größte aller Unheile. Die UNO sollte das auch untersuchen. Die von Mr. Dricke geführte Generalversammlung sollte das auch untersuchen. Die Besetzung von Irak war auch ein Verstoß gegen das Mandat der UNO. Es wurde ohne Rechtfertigung von UNO-Sicherheitsmitgliedern mit permanentem Sitz ausgeführt. Der Irak ist ein unabhängiges Land und ein Mitglied der UNO-Generalversammlung. Wie konnten diese Länder den Irak angreifen? Wie in der UNO-Verfassung festgelegt ist, hätte die UNO-Mitglieder eingreifen müssen, um den Angriff zu stoppen. Wir setzten uns damals ein, um den Krieg zu stoppen. Wir waren gegen die Invasion des Kuwaits und die arabischen Staaten kämpften zusammen mit ausländischen Mächten gegen den Irak und Namen der UNO. Das erste Mal wurde das UNO-Mandat respektiert. Als wir im zweiten Irakkrieg versuchten, durch die UNO den Krieg zu verhindern, wurde dies ignoriert. Warum ist das geschehen? Herr Dricke und die Generalversammlung sollte untersuchen, ob die Invasion des Iraks überhaupt gerechtfertigt war. Denn die Gründe für diesen Angriff sind nach wie vor rätselhaft und ungeklärt. Das Gleiche könnte uns auch blühen. Warum wurde der Irak besetzt? Die Invasion war ein gravierender Verstoß gegen das UNO-Mandat und sie war grundlegend ungerechtfertigt. Es war ein Massaker, ein Genozid. Mehr als 1,5 Millionen Menschen kamen ums Leben. Wir werden uns dafür einsetzen, dass der Irak-Fall vor dem Internationalen Kriminellen Gericht kommt, ICC, und wir wollen die Verantwortlichen dieser Massenmorde vor Gericht sehen. Es ist einfach, Charles Taylor, Bashir oder Noriega zu verurteilen, das ist schnell gemacht, aber diejenigen, die Massenmorde gegen den Irak verübt haben, die können nicht vor dem internationalen Gericht kommen. Wenn dieses Gericht uns nicht anhören kann, dann sollten wir es nicht respektieren. Entweder ist es für alle da oder wir sollten es nicht anerkennen. Jeder, der Kriegsverbrechen begeht, kann vor diesem internationalen Gericht kommen. Wir sind aber kein Vieh, das man einfach schlachten kann. Wir haben das Recht zu leben und wir sind bereit, uns zu verteidigen. Wir haben das Recht, in Würde auf diesem Planeten zu leben. Es gibt noch mehr Probleme. Warum können irakische Kriegsgefangene zum Tode verurteilt werden? Als der Irak besetzt wurde und dessen Präsident gefangen genommen wurde, war er ein Kriegsgefangener. Er hätte nicht verurteilt und gehängt werden sollen. Als der Krieg vorüber war, hätte er befreit werden sollen. Wir wollen wissen, warum ein Kriegsgefangener vor Gericht kam. Wer hat den Präsidenten des Iraks zum Tode verurteilt? Gibt es Antworten dafür?
Wir wissen den Namen des Richters, der ihn verurteilt hat. Wir wissen auch, wer die Schlinge um seinen Kopf gelegt hat, obwohl eine Maske getragen wurde. Wie konnte dies in einem zivilisierten Land geschehen? Es waren Kriegsgefangene und in zivilisierten Ländern unter internationalem Recht. Wie konnte ein Präsident und Minister zum Tode verurteilt werden? Diejenigen, die sie verurteilt haben, sind das Anwälte oder Mitglieder eines Rechtssystems? Die Gerüchte sagen, dass die Gesichter unter jenen Masken die Gesichter der Präsidenten der USA und Großbritannien sind. Sie haben den Präsidenten des Iraks zum Tode verurteilt. Warum zeigen die Henker ihre Gesichter nicht? Warum kennen wir ihre Positionen nicht? Wieso wissen wir nicht, ob die Offiziere Richter, Soldaten oder Ärzte sind? Wie kommt es, dass ein Präsident eines UNO-Mitgliedstaates zum Tode verurteilt wird? Wir wissen die Identität ihrer Henker nicht. Es ist die Pflicht der UNO, diese Fragen zu beantworten. Wer hat das Urteil vollstreckt? Was war die Position und der Verantwortungsbereich der Beteiligten? Wir sollten wissen, wer sie waren, ob Ärzte anwesend waren, welche legale Vorgänge angewendet wurden. Das würde man für die Hinrichtung eines normalen Bürgers, geschweige den Präsidenten eines UNO-Mitgliedstaates, erwarten. Mein dritter Punkt in Bezug auf den Irakkrieg bezieht sich auf Abu Ghraib. Das war eine Schande für die Menschheit. Ich weiß, dass die USA diesen Fall untersuchen wird. Die UNO sollte es auch tun. Die Generalversammlung sollte dies untersuchen. Kriegsgefangene in Abu Ghraib wurden gefoltert, Hunde wurden auf sie gehetzt, Männer wurden vergewaltigt. Das ist beispiellos in der Geschichte der Kriege. Es waren Vergewaltigungen, Sünden, die nie zuvor von Invasoren begangen wurden. Kriegsgefangene sind Soldaten, und sie wurden im Gefängnis eines permanenten Mitglieds des Sicherheitsrates vergewaltigt. Das verstößt gegen unsere Zivilisation in der Menschheit. Wir dürfen nicht schweigen. Wir sollten die Fakten wissen. Bis heute verbleiben 250 Millionen gefangene Männer und Frauen in Abu Ghraib. Sie werden misshandelt, verfolgt und vergewaltigt. Dies muss untersucht werden. Den Afghanistan-Krieg muss auch untersucht werden. Wieso sind wir gegen die Talibanen? Wieso sind wir gegen Afghanistan? Wer sind die Talibanen? Wenn die Talibanen einen religiösen Staat wollen, so sei es. Der Vatikan zum Beispiel. Sind wir von ihm bedroht? Nein. Es ist ein religiöser und ein friedlicher Staat. Wenn die Taliban ein islamisches Emirat schaffen wollen, wer sagt, dass sie dann Feinde sind? Ist Bin Laden ein Taliban oder ein Afghane? Nein. Er ist weder Taliban noch Afghane. Waren die Terroristen, die New York angriffen, Talibaner oder Afghanen? Nein. Dann, was war der Grund für die Kriege gegen Afghanistan oder Irak? Falls ich wirklich meine amerikanischen und britischen Freunde täuschen wollte, dann würde ich ihnen sagen, sie sollten mehr Truppen schicken und in diesem Blutbad ausharren. Aber sie würden nie gewinnen in Afghanistan und im Irak. Was geschah mit ihnen im Irak?
ein Land, das aus Wüste besteht. Es wird noch schlimmer im Gebirgen Afghanistan werden. Falls ich Sie wirklich täuschen wollte, dann würde ich Ihnen sagen, den Kriege im Irak und Afghanistan fortzuführen. Aber im Gegenteil, ich möchte die Bürger der Vereinigten Staaten, Großbritanniens und andere Länder, die im Irak und Afghanistan kämpfen, schonen. Ich rate Ihnen, überlasst Afghanistan den Afghanen, überlasst Irak den Irakern. Wenn Sie sich bekämpfen wollen, können Sie es tun. Die USA hatte ihren Bürgerkrieg und niemand hat sich eingemischt. Es gab Bürgerkriege in Spanien, China und Ländern auf der ganzen Welt. Überall auf der Welt gab es Bürgerkriege. So, falls die Iraker sich gegenseitig bekämpfen wollen, dann sollten sie ihren Bürgerkrieg haben. Wer sagt, dass, wenn die Taliban einen Staat gründen würden, sie interkontinentale Raketen besitzen würden, mit denen man New York treffen könnte? Flogen jene Flugzeuge von Afghanistan oder dem Irak? Nein, sie starteten von amerikanischen Flughäfen. So, warum wird Afghanistan angegriffen? Waren die Terroristen Taliban oder Iraker? Warum schweigen wir? Wir dürfen keine stillen Mittäter werden. Alle, die nicht die Wahrheit sagen, sind Mittäter. Wir setzen uns für den internationalen Frieden und Sicherheit ein. Wir wollen die Menschheit nicht lächerlich machen und wollen sie retten. Als Präsident der Generalversammlung sollte Herr Ali Trecki eine zusätzliche Untersuchung über Morde einleiten. Wer hat Patrice Lumumba ermordet und warum? Wir wollen es einfach für die Dokumentation der afrikanischen Geschichte wissen. Wir wollen wissen, wie ein afrikanischer Führer, ein Befreier, ermordet wurde. Wer ihn tötete. Wir wollen, dass unsere Söhne lesen können, wie Patrice Lumumba, der Held des kongolesischen Befreiungskampfes, ermordet wurde. Wir wollen die Fakten wissen, sogar nach 50 Jahren. Man sollte diesen Fall wieder aufrollen. Wer hat Generalsekretär Hammarskjöld getötet? Wer hat 1961 auf sein Flugzeug geschossen und warum? Dann war die Ermordung des US-Präsidenten Kennedy in 1963. Wir wollen wissen, wer ihn ermordete und warum. Da war jemand, der sich Lee Harvey Oswald nannte, der dann von Jack Ruby umgebracht wurde. Warum tötete er ihn? Jack Ruby, ein Israeli, erschoss Harvard Oswald, den Killer von Kennedy? Warum tötete dieser Israeli Kennedys Killer? Dann starb der Killer von Kennedys Killer unter mysteriösen Umständen, bevor er vor Gericht kommen konnte. Wir müssen diesen Fall wieder aufrollen. Die ganze Welt weiß, dass Kennedy über den israelischen Reaktor von Dimona ermitteln wollte. Das verwickelt den internationalen Frieden und die Weltsicherheit mit Massenvernichtungswaffen. Aus diesem Grund sollten wir diesen Fall wieder aufrollen. Dann die Ermordung von Martin Luther King, der schwarze Pfarrer von Menschenrechtsaktivist. Seine Ermordung war geplant. Wir sollten wissen, warum er umgebracht wurde und von wem. Dann wurde der Palästinenser Khalil Wazir oder Abu Jihad angegriffen. Er lebte friedfertig in Tunesien, ein Mitgliedsland der UNO, dessen Souveränität nicht respektiert wurde. Wir können nicht einfach schweigen, obwohl Unterseeboote und Schiffe vor Tunesien wahrgenommen wurden. Wurde niemand für seinen
Tod verantwortlich gemacht. Abu Lihat wurde auch getötet. Und wir sollten wissen, wie es geschah. Er wurde unter ungeklärten Umständen getötet. Drei Palästinenser, Kamal Nassar, ein Dichter, Kamal Adwan und Abu Yusuf al-Najir, wurde im freien, souveränen Libanon getötet. Ein Land, das Mitglied der Generalversammlung ist. Sie wurden im Schlaf getötet. Wir sollten wissen, wer sie tötete, damit sich solche Verbrechen nicht wiederholen. Das Ausmaß der Truppen, die in Grenada einmarschierten, wurden bereits besprochen. 7000 Truppen, 15 Kriegsschiffe und Dutzende von Bombern. Präsident Bishop wurde ermordet, obwohl Grenada ein UNO-Mitglied war. Das sind Verbrechen, über die man nicht schweigen sollte. Sonst werden wir selbst zu Opfertieren. Wir sind keine Tiere, Jahr für Jahr werden wir angegriffen. Wir verteidigen uns, unsere Söhne, unsere Kinder, wir haben keine Angst. Wir haben ein Recht auf Leben, die Erde ist für uns alle bestimmt und nicht für Gewalt. Wir können nicht in solcher Erniedrigung leben, deshalb gibt es Kriege. Die letzte Akte ist über Massaker. In Sabra und Satilla Massaker wurden 3000 Menschen getötet. Dieses Gebiet, das unter dem Schutz der israelischen Armee stand, war Schauplatz eines katastrophalen Massakers, in dem 3000 palästinensische Männer, Frauen und Kinder ermordet wurden. Wie können wir schweigen? Der Libanon und ein souveräner UNO-Mitgliedstaat wurde besetzt. Sabra und Satilla waren unter der Kontrolle der israelischen Armee und dann fand das Massaker statt. Dann war 2008 das Massaker von Gaza, in dem 1000 Frauen und 2200 Kinder getötet wurden. Sechzig UNO-Einrichtungen und 30 Nichtregierungsorganisationen, NRO, wurden beschädigt. 50 Kliniken wurden zerstört, 40 Ärzte und Krankenschwestern fanden den Tod während der Ausübung ihrer humanitären Arbeit. Alles das geschah im Dezember von 2008. Die Täter sind noch alle am Leben und sie sollten vor dem Internationalen Kriminalgericht gestellt werden, ICC. Sollten wir nur die Benachteiligten, die Schwachen, Armen der dritten Welt vor Gericht stellen und nicht wichtige beschützte Persönlichkeiten? Unter internationalem Recht sollten sie alle für die begangenen Gräueltaten vor Gericht gestellt werden. Ansonsten wird die Autorität des Internationalen Kriminalgerichtes nie anerkannt werden. Wenn die Entscheidung des ICC nicht angewandt werden, die Generalversammlung und der Sicherheitsrat nichts bedeuten und die internationale Atomenergiebehörde nur gewissen Ländern und Organisationen nutzt, dann welche Funktion hat die UNO? Es würde bedeuten, dass die UNO unbedeutend ist. Wo ist sie? Es gibt keine UNO. Wir sprechen vom Phänomen der Piraterie auf hoher See in Somalia. Als eine Form von Terrorismus Somalis sind keine Piraten. Wir sind die Piraten.
Wir haben uns widerrechtlich ihre Hoheitsgebiete, Fischbestände und Reichtümer bemächtigt. Libyen, Indien, Japan und die USA, alle Länder der Welt sind Piraten. Wir alle sind in die Hoheitsgewässer und Wirtschaftsgebiete Somaliens eingedrungen und haben gestohlen. Die Somalis beschützen ihren Fischbestand, ihre Nahrungsquellen. Sie haben zur Piraterie gegriffen, um die Nahrung für ihre Kinder zu verteidigen. Nun versuchen wir, das Problem auf dem falschen Weg zu lösen. Sollten wir Kriegsschiffe nach Somalien senden? Wir sollten Kriegsschiffe zu den Piraten senden, die die Wirtschaftsgebiete, Reichtümer und Nahrung der somalischen Kinder beschlagnahmt haben? Ich habe die Piraten getroffen und ihnen gesagt, ich würde ein Abkommen zwischen ihnen unter der internationalen Gemeinschaft aushandeln, das die 200 Meilen Exklusivwirtschaftszone des internationalen Fischereiabkommens respektiert, das die somalischen Meeresrohstoffe beschützt und es ausdrücklich verbietet, dass Länder ihre giftigen Abfälle vor der somalischen Küste loswerden. Als Gegenzug würden die Somalis keine Schiffe mehr angreifen. Wir werden dieses internationale Abkommen der Generalversammlung vorschlagen. Dies wäre eine Lösung des Problems, nicht die Entsendung von mehr Kriegsschiffen, um die Somalis zu bekämpfen. Wir gehen das Problem der Piraterie und des Terrorismus falsch an. Heute haben wir die Schweinegrippe. Morgen werden wir vielleicht die Fischgrippe haben, da wir manchmal Viren aus kommerziellen Gründen herstellen. Kapitalistische Unternehmen produzieren Viren, sodass sie dann die Impfstoffe und Medikamente dafür verkaufen können. Das ist eine Schande und unethisch. Impfstoffe und Medikamente sollten nicht verkauft werden. In meinem grünen Buch steht, dass Medikamente nicht verkauft oder gehandelt werden sollten. Medikamente sollten gratis sein und Impfstoffe kostenlos an Kinder vergeben werden. Kapitalistische Unternehmen jedoch sollten die Viren und Impfstoffe her und wollen sie mit Gewinn verkaufen. Warum sind sie nicht gratis? Wir sollten sie kostenlos verteilen und nicht verkaufen. Die ganze Welt sollte sich dafür einsetzen, Impfstoffe und Medikamente herzustellen und sie kostenlos an Frauen und Kinder zu verteilen, ohne Profit. All diese Punkte sind auf der Tagesordnung der Generalversammlung. Taten sollten folgen. Die Ottawa-Konvention gegen Landminen verbietet die Herstellung von Landminen. Das ist nicht richtig. Landminen sind eine defensive Waffe. Wenn ich sie innerhalb meiner Grenze lege und jemand mit mich angreifen will, dann könnte er sterben, weil er versucht, mich zu besetzen. Diese Konvention sollte überdacht werden. Ich nehme diese defensive Waffe nicht in ein anderes Land. Der Feind greift mich ein. Auf der Al-Gaddafi-Webseite setze ich mich dafür ein, dass dieses Abkommen verändert oder aufgelöst werden sollte. Ich möchte Antipersonellminen zu meiner Verteidigung benutzen. Man sollte Massenvernichtungswaffen beseitigen und nicht Landminen, welche defensive Waffen sind. In Bezug auf die palästinensische Situation ist die Zwei-Staaten-Lösung unpraktisch und nicht machbar. Gegenwärtig unterscheiden sich die zwei Staaten völlig. Eine Teilung wäre zum Scheitern verurteilt. Die zwei Länder sind
keine Nachbarn, sie sind geografisch und bevölkerungsweise verflochten. Man kann keine Pufferzone schaffen, da 500.000 israelische Siedler in der Westbank leben und 1 Million arabische Palästinenser im sogenannten Israel leben. Daher ist die Lösung ein demokratischer Staat ohne religiösen Fanatismus und Rassismus. Die Generation von Sharon und Arafat ist vorbei. Es bedarf einer neuen Generation, in der alle in Frieden leben können. Schau zu den israelischen und palästinensischen Jugendlichen. Sie wollen alle Frieden und Demokratie. Sie wollen alle einen Staat zusammenleben. Sie wollen alle in einem Staat zusammenleben. Dieser Konflikt vergiftet die Welt. Das Weiße Buch beinhaltet die Lösung. Wie schon hier erwähnt, die Lösung heißt Israelin. Die Araber sind die Israelis gegenüber nicht feindlich gestimmt. Wir sind verwandt und von der gleichen Rasse. Wir wollen in Frieden leben und alle Flüchtlinge sollten zurückkehren. Ihr seid diejenigen, die den Juden den Holocaust beschert haben. Ihr, nicht wir. Sie sind diejenigen, die sie verbrannt haben. Wir haben ihnen Zuflucht gegeben. Wir haben ihnen einen sicheren Zufluchtsort während des Römischen Reiches, der arabischen Herrschaft und den Andalusien und Hitlers Herrschaft gegeben. Ihr seid diejenigen, die sie vergiftet haben, die sie vernichteten. Wir haben sie beschützt und ihr habt sie ausgestoßen. Das ist die Wahrheit. Wir sind nicht friedfertig und sind nicht die Feinde der Juden. Eines Tages werden die Juden die Araber benötigen. Da werden die Araber wie schon zuvor den Juden Schutz gewähren und sie retten. Was haben alle anderen den Juden angetan? Hitler ist ein Beispiel. Ihr seid diejenigen, die die Juden hassen und nicht wir. Ganz kurz, Kaschmir sollte ein unabhängiger Staat sein. Weder indisch noch Pakistani. Dieser Konflikt muss zu einem Ende kommen. Kaschmir sollte ein Pufferstaat zwischen Indien und Pakistan sein. In Bezug zu Darfur hoffe ich, dass die Hilfe von internationalen Organisationen für Entwicklungsprojekte wie Landwirtschaft, Industrie und Bewässerung benutzt werden kann. Ihr seid für die jetzige Krise verantwortlich. Ihr habt dafür ins Rampenlicht gezerrt und geopfert, damit ihr euch in seine internen Angelegenheiten einmischen könnt. Ihr habt das Hariri-Problem in ein UNO-Problem verwandelt. Ihr seid die Händler seiner Leiche. Ihr wollt es bloß Syrien heimzahlen. Der Libanon ist ein unabhängiger Staat. Es hat Gesetze, Gerichte, Richter und Polizei. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt geht es nicht mehr darum, die Täter zu fassen, um Hariri Genugtuung zu leisten, sondern vielmehr darum, es Syrien heimzuzahlen. Die Kali, Al-Wazir, Lumbumba, Kennedy und Hamas-Fälle hätten auch an die UNO weitergeleitet werden sollen, wenn der Hariri-Fall so viel Aufmerksamkeit verdient. Die Generalversammlung ist jetzt unter libyscher Führung. Das ist unser Recht. Libyen würde es begrüßen, wenn ihr alle den Übergang von einer Welt voller Schwierigkeiten und Spannung zu einer Welt der Menschheit, des Friedens und Toleranz ermöglichen würdet. Ich werde dieses Anliegen persönlich der Generalversammlung, Präsident Trecki und dem Generalsekretär unterbreiten. Wir werden nicht kleinlich sein, wenn es um das Schicksal der Menschheit, dem Kampf der dritten Welt und der 100 kleinen Länder geht, um eine anhaltende friedliche Existenz zu schaffen.